Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann immer Sie auch dieses Video-Tutorial zum Thema Diagramme erstellen und bearbeiten in Microsoft Excel sehen und hören. Diagramme, Sie kennen bestimmt einige Situationen, wo Sie ein solches schon gesehen haben, sind grafische Darstellungen von Daten. Stellen Sie sich vor, haben wir die Daten zur letzten Gemeinderatswahl in Wien, zur Gemeinderatswahl in Wien 2015, und wir haben hier die wahlwerbenden Parteien in der linken Spalte und in der rechten Spalte haben wir das Ergebnis in Prozent. Die Tabelle alleine sagt uns noch gar nicht so viel aus. Wenn wir jetzt aber rechts hier den Fokus auf dieses Diagramm legen, dann sehen wir sofort, vollkommen klar, welche Partei hat am meisten Prozente gemacht, welche weniger. Also Diagramme begegnen uns auf Schritt und Tritt und auch im Geschäftsleben sind diese sehr, sehr häufig zu finden. Denken Sie nur an gewisse Kennzahlen, denken Sie an Business Presentations, also denken Sie an Situationen, wo Sie vielleicht schon mal ein Diagramm gesehen haben. Diagramme helfen uns einfach, Daten ganz einfach darzustellen und dem Zuhörer, der Zuhörerin, dem Seher, der Seherin ganz einfach diese Daten zu erfassen. In diesem Tutorial lernen Sie drei Dinge. Erstens, unterschiedliche Diagrammtypen kennen, und Sie werden gleich sehen, nicht jeder Typ passt zu jeder Idee, zu jedem Ding, das Sie darstellen wollen. Zweitens, Sie lernen schnell, wie man so ein einfaches Diagramm erstellt. Und drittens, Sie lernen schnell, wie kann man denn das hier wunderbar noch anpassen, bearbeiten und formatieren. Beginnen wir bei Nummer 1, und zwar den Diagrammtypen. Hier gleich, ich habe schon eines eingefügt, sehen Sie ein sogenanntes Kreis- oder Tortendiagramm. Warum Tortendiagramm? Es ist rund, so wie der Kreis eben, und in Summe ergibt das immer 100%, das heißt das Ganze. Das bedeutet, man sieht hier gleich wunderbar, die größte wahlwerbende Partei ist die SPÖ. Hier darunter sind sie dann die FPÖ mit 30,79% und so weiter und so fort. Das ist ein Tortendiagramm. So ist wunderbar geeignet, vielleicht für die Darstellung der Wahlergebnisse. Hier daneben haben wir dann ein Balkendiagramm. Auch hier ist klar ersichtlich, wer wie viele Prozentpunkte erlangt hat, und zumindest ist auch klar, wer ist Erster, Zweiter und etc. Dann haben wir hier ein Säulendiagramm. Also Balkendiagramm ist immer waagrecht, das Säulendiagramm ist immer senkrecht. Und auch hier ist es klar ersichtlich. Des Weiteren haben wir hier eine etwas neuere Form eines Diagramms, die sogenannte Tree Map. Ja, also in Summe, so ähnlich wie beim Tortendiagramm, ergibt das Ganze 100%, und dann werden so verschiedenste Kästchen automatisch angeordnet. Hier haben wir noch ein 3D-Säulendiagramm, Balkendiagramm natürlich, das haben Sie schon vorher gesehen. Das Einzige, was jetzt ist, das Ganze wird ein bisschen gedreht und hat jetzt einen grafischen 3D-Effekt. Und hier haben wir noch ein Liniendiagramm. Ja, wie eingangs erwähnt, jetzt haben Sie ein Repertoire an Diagrammtypen einmal kennengelernt, aber wie eingangs erwähnt, nicht jedes Diagramm passt auch wirklich zum Zweck. Ich nehme hier zum Beispiel jetzt das Liniendiagramm. Natürlich ist jetzt erkennbar, dass die SPÖ hier oben ein wenig unter 40% liegt und die FPÖ hier bei knapp über 30%, aber das ist nicht der richtige Diagrammtyp für diese Aufstellung, denn hier geht es ja offensichtlich um eine Entwicklung. Also wenn Sie hier Monate hätten und hier die Verkaufszahlen, dann wäre das ein toller Diagrammtyp, denn man würde dann die Verkaufszahlen sehen, dass sie sinken. Für diesen Fall ist dieser Diagrammtyp nicht passend. Das heißt, Sie kennen jetzt eine Reihe an Diagrammtypen, aber Sie wissen ganz genau, nicht jeder Diagrammtyp passt zu jeder Idee, zu jedem Ding, das Sie darstellen wollen. Und schon sind wir bei zweitens, Sie lernen jetzt ganz schnell ein Diagramm zu erstellen. Dazu
markieren Sie zunächst mal den Bereich, den Sie grafisch darstellen wollen. Dieser muss natürlich schon entsprechend aufbereitet sein. Das haben wir hier schon gemacht. Wir haben links die einzelnen Positionen und rechts haben wir dazu die Zahlen. Das ist eine sehr, sehr einfache Darstellung und auch ein sehr, sehr einfaches Diagramm. Wir wählen jetzt die Registerkarte einfügen und dann haben Sie hier eine Gruppe, die nennt sich schon entsprechend Ihrem Zieldiagramme. Über empfohlene Diagramme werden Ihnen automatisch Diagramme, die zu dem markierten Bereich passen, angezeigt. Und Sie sehen auch hier gleich wunderbar ein Säulendiagramm, dann ein Kreisdiagramm oder Tortendiagramm und hier dann noch ein Säulendiagramm. Über alle Diagramme, wir könnten Sie jetzt noch die unterschiedlichsten Diagramme, die Sie jetzt hier machen können, auch auswählen und anzeigen, zum Beispiel hier die Tree Map, von der ich vorher gesprochen habe. Wir wollen jetzt ein Kreisdiagramm erstellen und wählen daher Kreis. Wir können das jetzt auch im 3D machen, wenn wir wollen. Ja, ist jetzt nichts, vielleicht sieht man da gar nicht mehr so schön. Lassen wir mal das zweite Kreisdiagramm und wir klicken auf OK. Und schon wird ein Diagramm eingefügt und automatisch mit dem Einfügen merken Sie gleich, damit ein paar andere Dinge jetzt passiert sind. Und zwar haben Sie hier oben zwei neue Registerkarten, sogenannte kontextbezogene Registerkarten. Kontext heißt der Zusammenhang. Das heißt, immer wenn Sie im Zusammenhang mit dem Diagramm etwas ändern wollen, finden Sie das alles hier oben in den beiden kontextbezogenen Registerkarten-Diagramm-Tools. Klicken Sie aus dem Diagramm, sind die beiden wieder weg. Markieren Sie wieder das Diagramm, mit dem Sie draufklicken, sind die wieder da. So. Erstens können Sie jetzt hier, das kennen Sie schon von PowerPoint oder Word vermutlich, können Sie hier schon mal eine Vorlage wählen. Nehmen wir jetzt mal diese hier zum Beispiel. Hat das Ganze gleich mal mehr Gesicht. Und Sie können auch die Farben hier, gibt schon zueinander passende Farben, können Sie auswählen. Aber naja, egal was ich wähle, mir passt das noch nicht so ganz, denn wir wollen ja jetzt nicht nur die Farben aneinander abgestimmt haben, sondern wir wollen ja, dass die Farben auch hier passen. Auch das ist möglich. Und zwar, Sie sehen hier unter der Registerkarte Format finden wir tatsächlich alles, was wir tun können im Zusammenhang mit dem Format. Ich markiere jetzt hier gleich mal das größte Eck. Wenn ich darauf halte, sehe ich sofort 3 Jahr 2015.SPÖ. Das heißt, das möchte ich natürlich entsprechend der Partei hier rot einfärben. Dann haben wir hier die FPÖ. Die machen wir blau entsprechend der Parteifarbe. Dann haben wir hier die ÖVP. Wurde noch angeführt als dritte Partei, weil sie 2010 noch dritter war. Dann hier die Grünen. Hier wählen Sie noch die Neos, sind rosa, und andere Parteien, das ist alle anderen wahlwerbenden Parteien gemeinsam, die es nicht geschafft haben, die Gemeinde, machen wir grau. Und hier wird auch automatisch gleich mal die sogenannte Legende, das nennt sich immer Legende, eingefärbt. Ja, also Legende ist immer, was hier dazu gehört. Hier oben haben wir den Titel, der wird hier automatisch hier aus der Datenreihe genommen, den können wir jetzt noch ergänzen. Den wir einfach reinklicken, der Einfügemarke und Gemeinderatswahl Wien Jahr 2015 draus machen. Wir können das auch genauso jetzt ganz einfach wie sonst immer formatieren. Ja, das ist die eine Variante. Man kann natürlich jetzt auch den Hintergrund über Format vom kompletten, also immer das, was Sie als Ganzes markieren, das wird formatiert. Ich markiere jetzt mal als Beispiel das ganze Diagramm, wähle hier Fülleffekt und wähle zum Beispiel gelb und der ganze Diagrammbereich wird gelb gemacht. Wenn Sie das Diagramm markieren, Ihnen ist auch schon aufgefallen, haben wir auch hier noch drei Symbole. Über das Plus-Symbol können Sie alle Möglichkeiten, die es gibt im Zusammenhang mit dem Diagrammtyp, den Sie gewählt haben, einblenden und ausblenden. Ich nehme hier mal gleich die Datenbeschriftung hinzu, dann haben wir gleich die Prozent in im Kreisdiagramm, beziehungsweise wenn es zu klein ist, darüber stehen. Und wenn Sie auf den Pfeil danach klicken,
können Sie auch noch hier einige Anpassungen treffen. Zum Beispiel, dass alle innerhalb sind oder alle außerhalb, alle zentriert oder so als Datenlegende. Ja? Über weitere Optionen kommen Sie dann zu einem Dialogfenster, aber das lassen wir mal. Wir verwenden hier mal die Datenlegende. Ja, wenn Sie draufkommen, der Diagrammtyp passt nicht zu Ihnen, ich markiere das Ganze jetzt mal, drücke Steuerung C und füge es daneben nochmal ein, so haben wir ein fertiges Diagramm schon. Wenn Sie jetzt sagen, naja, ich möchte mir das Ganze jetzt doch nochmal anschauen, vielleicht in einem Säulendiagramm, können Sie ganz einfach über die kontextbezogene Registerkarte Entwurf Diagrammtyp ändern, andere Diagrammtypen einfach wählen. Und schon haben Sie dann hier, nehmen wir den zum Beispiel, ein Säulendiagramm erstellt. Natürlich können Sie jetzt auch noch einzelne Elemente bearbeiten. Das geht genauso, wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe. Hier zum Beispiel mit Diagrammelemente, hier haben wir immer eine X- und Y-Achse. Hier haben wir natürlich viel, viel mehr Optionen. Wir können hier jetzt auch zum Beispiel darunter eine Datentabelle einblenden lassen. Ja. Sie können dann auch hier ganz einfach wieder verschiedenste Optionen austesten. Ja. Sie können hier auch über die Formatvorlage und Farbe verschiedenste Formatierungen vornehmen und hier haben Sie noch einen Filter, hier können Sie bestimmte Dinge rausnehmen. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn Sie sagen, Sie möchten die anderen Parteien nicht drin haben, Sie möchten nur die Parteien haben, die wirklich diesen Gemeinderat geschafft haben, dann wählen Sie dann hier das Kontrollkästchen, deaktivieren Sie und dann anwenden und schon ist es weg. Ja, also so einfach ist es, mit Diagrammen zu arbeiten. Das waren wirklich sehr einfache Diagramme, aber Sie können jetzt nach diesem Tutorial ganz einfach, Sie kennen die unterschiedlichsten Diagrammtypen, vom Kreisdiagramm bis hin zum Liniendiagramm, zur Treemap, Säulen, Balkendiagramm und was es sonst noch gibt. Sie wissen, wie Sie ein Diagramm einfach einfügen und Sie haben jetzt auch gelernt, Diagramme zu bearbeiten, denn das ist ja oft notwendig. Ich wechsle jetzt nochmal auf eine Registerkarte, die heißt Wahl 2010 und 2015. Hier wird das Ganze schon ein bisschen komplexer, denn wir haben hier die Ergebnisse aus dem Jahr 2010 und hier die Ergebnisse aus dem Jahr 2015. Und ich ersuche Sie jetzt als kleine Übung, diese beiden Diagramme, die ich Ihnen jetzt zeige, mit diesen Daten zu erstellen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Übung. Jetzt ist es schon ein bisschen komplexer, denn jetzt haben wir 2 Jahre, die wir vergleichen wollen. Einmal bitte ich Sie, hier so ein vergleichendes Säulendiagramm zu erstellen. Und einmal ersuche ich Sie, vielleicht hier so ein Diagramm schaffen. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Ergebnisse. Das ist sehr spannend. Achten Sie hier darauf, dass vorne immer das Jahr 2010 ist und hinten das Jahr 2015. So sehen Sie auch immer gleich die Entwicklung der einzelnen Parteien. Ja, ich hoffe, dieses Tutorial hilft Ihnen jetzt beim Einstieg in das Thema Diagramme und Sie können damit die unterschiedlichsten Aufgaben und Problemstellungen lösen. Somit viel Spaß beim Diagramme basteln, beim Diagramme bearbeiten und vergessen Sie nicht, Obst zu essen.